Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Hexit. Ja, heute ist wieder ein Erkundungspart. Also Erkundungspart. Nein, ein Farming-Part ist heute. Tut mir leid, falsch ausgesprochen. Und deshalb gehen wir mal zurück. Können teleportieren. Nein, ich teleportiere nicht. Wir gehen in den Wald, holen noch ein paar Bäume. Naja, müssen dann schauen, was wir nicht mitnehmen. Und erkunden noch ein bisschen das Gebiet, um neue Rohstoffe zu finden und so weiter. In diesem Farming-Part ist also eher die Oberfläche da. So ein bisschen erkunden. Und im nächsten Farming-Part gehen wir wieder unterirdisch, um Diamanten und so zu holen. Oder auch weiter. Dort vorne ist eine Tundra und irgendwie eine Ruine. Hier oben, was ist das? Mini-Dschungel. Cool, es gibt einen Mini-Dschungel. Wusste ich gar nicht. Ah, da hat es dieses Sumpf, also Ding, wo man reinfällt. Also wenn man reinfällt, drin stecken bleibt und ja, das ist nicht so nett. Da kommt man lange nicht mehr raus. Also, hier waren wir ja schon. Stimmt, dann brauche ich das gar nicht. Komm, wir gehen ein bisschen ins kalte Gebiet, bevor wir dann zurückkommen zum Haus. Und ja, es ist für mich leider schon ein bisschen länger her, seitdem ich aufgenommen habe. Und Grafikfehler. Und deshalb weiß ich jetzt nicht ganz genau, was wir alles gemacht haben. Aber ich denke noch nicht so viel. Also wenn ich dann zurück bin und dann sehe, was ich so für Rohstoffe schon gesammelt habe, dann fällt es mir auch wieder ein bisschen besser auf. So, wir müssen zuerst das Lava in diesem Baum vernichten. Und dazu gehen wir am besten zuerst hoch. Und machen hier die Bäume kaputt. Nein, ich will ohne. Genau. So. Das Glas auch noch. So. Das haben wir. Und jetzt müssen wir eigentlich das Gravel kaputt machen. Das machen wir am besten von der anderen Seite. Weil da können wir gleich mal eine Fackel setzen. So. Das können wir nicht mehr einsammeln. Fuhrpad mal rausschmeißen. Oh, gut. Und jetzt schauen wir mal. Ja, Weizen. String. Bone. Die Bowl brauchen wir noch nicht. Dann könnten wir eigentlich ja, die Spitzhacke brauchen wir nicht. So, die Spitzhacken lassen wir jetzt ab jetzt hier. Wir müssen da nicht irgendwie so viel behalten, weil Eisenspitzhacke im Hexit wirklich gar nichts mehr taugt. Da findet man tausendmal bessere. Und ja, wir brauchen eine Behutsamkeitsspitzhacke noch extra, um zum Beispiel hier dieses Eis abbauen zu können. Und wieso gehe ich jetzt? Hä? Ich muss in diese Seite. So, ja, damit wir eben auch so wie Eis und so abbauen können, eine Schaufel bräuchten wir dann auch noch und so weiter. So, haben wir noch Essen? Nicht viel mehr. Ja, dann müssen wir uns zurück teleportieren. In einem Let's Play darf man ja das. So. Und schnell schlafen. Gut. Ja, wie gesagt, ich möchte einfach diese langen Laufwege ein bisschen abkürzen im Let's Play. Und deshalb wäre es schon gut, wenn wir manchmal teleportieren können. So.
So. Creeper haben wir auch. Jetzt können wir hier mal die Bücher reintun und die Sattel. Ja, das Eisen, der Eisenhelm auch. Der Crystal Bow werde ich hier lassen. Die Pfeile nehme ich mit. Und Ektoplasma. So, Eisen brauchen wir nicht mehr. Gravel brauchen wir nicht mehr. Das ist noch ein Buch. So, Potato anpflanzen. Machen wir das hier. Dann noch kurz die Ding nehmen. Die Hacke, die Feldhacke. Ja, wo haben wir dafür? Da. So. Hier, na, machen wir zwei Weizen. So. Also gut. Das rein, das rein. Das rein, das rein. Das rein. Weizen nehmen wir mit wegen den Tieren. Und dann machen wir... Ja, machen wir die Jasperblöcke auch hier rein. So. Und du gehst noch hier. Gut, also. Wir brauchen diese Güssal-Seeds. Und wir brauchen... Ja, Tiere. Dann gehen wir mal rüber und schauen uns mal... Oder wir machen eine Eisenhacke jetzt. Ja, wie gesagt, da drüben haben wir Eisen. So. So. Und dann machen wir drüben eine große Güselfarm. Müssen noch kurz schauen, haben wir Güsel? Nein. Die Bäume machen wir mal nach oben und Blueberry Busch. Ja, den lassen wir mal hier. So, machen wir alles, was baumartig ist, hier unten hin. So. Pfeile machen wir auch noch extra hier hin. Und jetzt müssen wir schauen, wir haben es, glaube ich, schon gemacht, oder? Wir haben ein kleines Feld angepflanzt. Ich hoffe, das ist jetzt schon gewachsen, weil wir ja weit weg waren. Ja, genau da drüben. Ja, es ist noch nicht gewachsen, leider. Wir sind einfach zu weit weg. Dann werden die Chunks nicht geladen und so weiter. Ist mir ein bisschen blöde. Ja, dann können wir uns lieber um das Essen. Wir müssen etwas Gutes anpflanzen. Aber was? Was ist gut? Was ist pflanzlich und was ist gut zu essen? Es gibt viel Hunger. Köln zurück. Ja, nicht Kartoffeln, aber wir haben nur eine Kartoffel. Was haben wir sonst noch? Karotten haben wir wahrscheinlich auch sehr wenig. Die werden einfach nicht wachsen hier. Ist das gewachsen? Oh. Potatoes sind gut. Also schon mal wenigstens eins. Karotten sind auch gut. So. Ja, da wir jetzt einen Eimer haben, können wir hier oben nochmals ein Ding machen, für mehr zum Anpflanzen. So. Und ja. Das sollte eigentlich reichen. So. Hier oben machen wir einfach alles Essen. Ich glaube, ich mache die Schaufel mal hier oben hin und Bogen hier hin. Komme ich besser dran. So, hier machen wir die Ding. Hier oben noch ausleuchten. Da drüben ausleuchten. Hier ausleuchten. So. Also, Beeren sind hier fertig. Die können wir mal essen. Irgendwo hat es noch einen Busch. Glaube ich, hier hinten hat es doch einen Busch gehabt. Können wir auch mal gucken. Ja. Ganz gute Beeren. So.
Dann machen wir am besten hier noch die Bäume weg, damit wir den Busch besser erreichen können. Ah, der machen wir noch weg. So. Leider gibt es keinen Junkloader oder so. In diesem Modpack, glaube ich. Können wir mal kurz schauen. Nö. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie wir das machen. Vielleicht lasse ich einfach das Spiel manchmal laufen. Und dann bekommen wir die Ding. Güsal-Seeds. Güsal-Greens. So, ja, also wir haben hier Blackberries zum Naschen. Und jetzt schauen wir mal uns nach Tieren um, weil wir müssen unbedingt eine Weide haben für die Tiere. So, hier haben wir irgendwie eine Ruine. Was ist denn das? Ist hier drin was? Okay, ein Brunnen. Mal gucken. Da unten ist gar nichts. Naja. Okay. Ah, hier hat's Güsel. Güsel. Voll der Güsel. Güsel heißt in der Schweiz übrigens Papierkorb. Voll der Güsel. Also es ist wirklich Schrott, was da den Chocobos verfüttert wird. Oh, die armen Chocobos. Nein! Todespferde! Nein! Weg damit! Hilfe! Ja, im nächsten Baupart kümmern wir uns mal um Tinkles Construct und um den Zaubertisch und um das Haus. Das Haus ist schon wichtig, das müssen wir noch machen. Sonst haben wir keinen ruhigen Schlafplatz. Da können wir einfach nur... Ja, wir sind so ein bisschen Daddy-Weltcamper momentan. Wir hätten doch gerne ein schnuckeliges Häuschen für den Komfort und so weiter. Und, ja, wir haben keine Ding. Aber hier haben wir einen. So. Dann macht mal etwas da. Wir brauchen goldene. Oh, der Lowelly. Genau, stimmt. Das bringt nämlich gar nichts. Nun gut. So. Okay. Hier können wir auch noch ein paar von diesen langen Gräser kaputt kloppen. So. Also, aber jetzt gehen wir eigentlich wieder weiter, weil es ist ja ein Farming-Part. Und Tiere sind nicht in der Nähe. Ich hoffe, ich muss sie nicht irgendwie die ganze Zeit irgendwo hinschleppen, also in eine Ding schleppen, in eine Umzäunung schleppen. Die müssten doch irgendwie spawnen können, oder? Keine Ahnung. Oh, Redwood, ich will Redwood holen. Das müssen wir einsammeln. Hallo? Okay. Ich habe das Geräusch gerade nicht gehört. Ja, machen wir ein bisschen lauter. So. Ich will jetzt hier drüben ein paar von diesen Bäumen fällen. Ich hoffe, dass die Spitzhacken... ja, ich sag schon Spitzhacke. Die Axt noch hält danach, weil ich vielleicht noch mehr erkunden will. Und, sieht das cool aus. Diesen Dungeon werden wir wahrscheinlich auch bald machen, diesen Turm. Und ich muss das irgendwie anders abfällen, denke ich mal. Weil sonst ist die ganze Axt kaputt schon. Ja, ich werde wahrscheinlich den gleich nehmen. Oder wollen wir ein bisschen in den Wald und den dann dort einen nehmen? Ah, hier oben hat es noch eine Wüste. Mal kurz schauen. Eine Wüste und irgendwas Grünes.
Und die Chunks laden nicht. Meistens ist eine alte Version. Der Bug ist bekannt. Das müsste eigentlich nicht mehr so passieren. So, okay. Der Spitzhacker hat es nicht so viel gemacht. Ja, nicht so. So habe ich nur 25 FPS in diesem Wald. Hat Fraps wieder Probleme mit dem Rendern. Mit dem, oh. Wir müssen schnell raus aus diesem Wald, der laggt ja extrem. Leider gibt es auch kein Optifine oder Fastcraft für 1.52. Oh, nein, ich möchte jetzt gerade nicht kämpfen. Wir gehen jetzt in diese Höhle da. Naja. Immerhin ein bisschen Glowstone Dust. Kommen wir hier irgendwo wieder raus? Außer in einer Schlucht. Leider nein. Kohle haben wir genug. Gut. Ja, dann müssen wir uns irgendwo hier um den Berg bauen. Ja, hier können wir nach oben. Oh, ein Zombie. Oh, was ist das für ein schneller Zombie? So. Ja, jetzt kommen wir aus dem Wald. Gut, sehr gut, sehr gut. Diese Wälder überfordern das ja aber sehr. Leider. Kann man nicht viel machen. Aber es ist wahrscheinlich so gewollt von den Entwicklern. Das ist ja schlimm. Sie lassen uns Let's Player völlig im Schilf stehen. Das ist eine Frechheit. Vor die Fächer. Diese Blumen hier. Kann man gut das Ding benutzen als... Ja, in einem Garten oder so als Beleuchtung. Und bieten eben, glaube ich, wie eine Fackel. Einfach Licht. In der Nacht, nur in der Nacht. Der Baum muss ich mitnehmen. Hey, lass mich in Ruhe. Oh, lass mich in Ruhe. Ein Eisbär? Was macht der Eisbär hier? Also, hier haben wir ein Schloss. Ah, die Dungeons kenne ich. Die sind recht nett, aber bieten nicht so viel Loot. Zwei Steinkreise. In diesen Turm kann ich gehen. Schade, dass es hier nur Schafe gibt. Frechheit. Weg damit. Boah, ist das eine Frechheit. Weg. So. Eins. Hey. Das nervt so, gegen die zu kämpfen. Voll. Weg, weg, weg. So, und wie kommen wir jetzt nach oben? Das. Die Musik ist scheiße. Einfach zu laut. Ja, genau das will ich nicht. Dass so ein Kack-Ding so reinkommt. Ein Boss da ist. Der könnte mich nämlich töten. Ja, der macht mich blind. Der macht mich blind. Der macht mich nochmal blind. Boah, ich sterbe ja noch. Ich sehe nichts. Wie lange soll ich noch blind sein? Komm schon. Ich sehe nichts. Ja, toll.
Jetzt sterbe ich. Ja. Ja. Mann, was ist das für unfaires Zeug? Das ist sowas von unfair. Wenn einer dich angreift, greifen plötzlich alle dich an. Ah, ich sehe doch nichts. Ja, wie sollen wir jetzt die Items wiederkriegen, wenn nicht mal die Death Points gespeichert werden? Und wieso wurde es eigentlich sofort wieder Nacht? Ah, Fragen über Fragen. Scheibe. Jetzt müssen wir die Items holen. So schnell wie möglich. Komm, wir rüsten uns irgendwie aus, aber... Da. Wir rüsten uns jetzt mal richtig Elite aus. Ah, Holz habe ich auch nicht und die Steuerung spackt auch ein bisschen herum. Aber... Nein, danke. Das will ich nicht. So, wir müssen einfach bessere Sachen haben. Mache ich noch eine Diamant Chestplate und eine Diamanthose. Nein, Helm. So. Und gehe nochmals dorthin. So. Also, das nehmen wir mit. Etwas zu essen haben wir wieder nicht. Ja, Karotten. Hier haben wir noch Blackberry. Aber es ist ja sowieso eigentlich der Ding-Mod noch drin. Der Grabstein-Mod. Deshalb ja, passiert wahrscheinlich nicht so viel. Aber eben, im ersten... Ja, bis man eigentlich gute Rüstung und so hat, stirbt man eigentlich, ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach ein oder zweimal. Und dann ist es eigentlich schon fast zu leicht, das Spiel. Ich hoffe es jedenfalls, dass wir jetzt nicht mehr sterben werden, aber garantieren kann man es in so einem Mod nie. Im Modpack, da hat es extrem starke Monster. Wie dieser jetzt, der sich ganze Zeit... ja, explodiert und mich blind macht. Und das eben die ganze Zeit. Also ich konnte ja nicht fliehen, ich sah gar nichts. Ich bin dann runtergefahren in die in den Wassergraben. Und dann war eigentlich schon zu Ende, weil die Spinnen natürlich noch kamen. Tja, so geht es, so schnell kann es gehen. Da kann auch ein Profispieler eigentlich nicht viel machen. Was hättet ihr so gemacht, um zu überleben? Wärt ihr schon früher geflohen oder hättet ihr gedacht, ihr könntet es schaffen vielleicht oder so? Ja, vielleicht habe ich mich auch irgendwie ganz falsch verhalten, aber ja, viel konnte man halt aus Unwissenheit nicht machen, oder? Ich dachte einfach, der würde ich besiegen können, dann sind noch mehr Skelette gekommen, dann ist ja noch ein Krieger gekommen und schon war ich tot. So eine Frechheit. Ich sterbe einfach, geht's noch? Das ist eine große Frechheit. Ich nehme jetzt den Elefanten mit und lass ihm den Turm abreißen. So richtig BÄM! So. Wir müssen weiterhin. Ist noch nicht da. So, hier hat es auch noch einen Turm, der unterirdisch geht. Nö. Also die unterirdischen Türme sind die besten. Da bekommt man am besten Loot über. Aber die überirdischen Türme sind halt einfach ein bisschen besser zu sehen und zu erreichen vielleicht. Ja, wir müssen vor allem taktisch dann angehen, wenn wir solche Türme hochgehen. Weil sonst einfach viel zu viele Monster auf einen zukommen. Und euch dann so richtig einkreisen. Und wenn ein Boss dazwischen ist, dann geht's gar nicht mehr gut. So. Noch ein bisschen mehr nach Norden, glaube ich. Das ist der Turm, oder? So, dann haben wir die Items hoffentlich wieder.
Wir gehen noch ein bisschen außen herum. Ah, hier ist sogar noch eine Schlucht. Ah, die wollen mich ganz hindern zu fliehen. Ganz klar. Da brennt noch... Ah nein, das ist ein Schokobo. Dachte schon, das brennt noch ein Zombie. So. Wie bekommen wir jetzt die Items wieder? Hä? Ist es nicht da? Wo ist es dann? Da drüben. Nein, wir sind jetzt hier nach Norden gegangen. Und sind dann irgendwie hier runtergefahren. Da vorne. Hallo? Ich will meinen Grabstein nicht mehr. Tja, sind wir irgendwie dort drüber. Ah, da ist es wahrscheinlich. Aha. Sehr gut. Ja, die Items sind natürlich nicht in den Grabstein gewandert. Und das ist halt nicht so nett, wenn der Grabstein nicht mal ein paar Items aufnehmen kann. Okay, es ist nicht mehr. Da ist der Rest. So. Das brauchen wir nicht. Ja, okay, die Trophäe könnte ich mitnehmen. So. Die Trophäe möchte ich mitnehmen. Ha! So. Also. Der Rest gibt's nicht. Wir haben eigentlich alles. Dort sind noch die Dinger. Wie heißen die? Night Bloom. Die Nachtleuchten. So. Ja, machen wir mal einen Waypoint. Wir nennen ihn Castle. So. Ist richtig geschrieben? Wie sieht man das? Wie sieht man das überhaupt? Dorf 1. Ah, wir müssen einfach ein bisschen weg. Stimmt. So. Ja, eben falsch geschrieben. Das wollte ich damit sagen. Haben wir überhaupt die richtige Gruppe? Ja, all. Wie kann ich das editieren? Löschen. Dann machen wir hier den Waypoint. Castle. So. Und die machen wir in die Farbe Orange. Orange sind eigentlich immer die Kampfpunkte. Spawn machen wir gelb. Dorf machen wir so. Und Dungeon ist auch orange. So. Haus könnten wir... Ja, machen wir das rot. Häuser sind immer rot. So. Wegen dem Dach, wegen der Dachfarbe und so. Passt am besten. So. Und jetzt und muss ich leider den Part unterbrechen. Im nächsten Part geht es dann weiter mit was haben wir gesagt? Bauen. Genau, mit Bauen. Dann machen wir mal die Zäune. Umzäunung machen Tinkers Construct. Fangen wir an. Und ja, ein bisschen am Haus bauen vielleicht noch. So, also, das austauschen. Das ist sowieso kaputt, das Schwert. Das austauschen. Ja, also im nächsten Part geht's weiter. Euer Dragbasler. Tschüss.